Herzlich willkommen im Keller. Ich hatte ein langes Wochenende und heute ist Montag und ich habe immer noch frei. Juhu! Wurde auch jetzt mal verdammt nochmal Zeit. Hab diversen anderen Kram noch erledigt, der noch ausstand. Hab mich insbesondere mal ein bisschen holen müssen. Deshalb wenig Videos gedreht. Aber heute ist großer Videodrehtag und ich hoffe, da möglichst viel gleich mal runterspulen zu können. Ich bin jetzt auch geistig wieder einigermaßen auf der Höhe. Hut ist noch ein bisschen verrumpelt, weil der frisch gewaschen ist. Das geht dann immer einen Moment, bis er dann wieder eine so richtig schöne Form einnimmt. Ja, wichtige Informationen zu Beginn dieses Videos, unglaublich wichtig. So, es handelt sich hier wieder um eine Frage und zwar gibt es dazu ein Foto und das werde ich euch jetzt mal einblenden und immer mal wieder. So, und kurz zur Klärung der Situation. Wir haben hier einen Privatwald und der Privatwaldbesitzer, vermute ich mal, hat eben entsprechend angefragt, was er denn jetzt mit dieser Situation da anfangen soll. Und zwar ist das ein Sturmwurf, also das ist kein Kahlschlag absichtlicher Art, falls das jetzt irgendjemand vermutet. Kann man auch schön daran erkennen, dass es sich um einen Sturmwurf handelt, dass da eben diese krummen Bäume im Hintergrund rumstehen. Sowas entsteht nicht von alleine, sondern sowas entsteht halt eben gerade bei Sturmwürfen. Es ist auch kein Zufall, dass die meisten Bäume da umgefallen sind. Da hat er auch schon einiges eben entsprechend weggeräumt. Und so einzelne Restchen von Wald, so einzelne Stückchen bleiben gerne mal stehen. Das habe ich auch nach Lothar erlebt, dass man quasi hektarweise alles platt hat und dazwischen drin steht dann plötzlich so eine kleine Insel mit noch halbwegs rumstehenden Bäumen. Also das ist ein Phänomen, das man häufiger beobachten kann. Woran genau das liegt, weiß man nicht. Man vermutet, dass es dann so einzelne Strömungen im Orkan, wahrscheinlich war es auch hier jetzt ein Orkan, der das verursacht hat, so einzelne Windströmungen gibt, dass es an bestimmten Positionen aus irgendwelchen Gründen zu deutlich weniger starken Winden kommt als an anderen Positionen. Wie das genau zu erklären ist. Also vielleicht kann es ein Physiker erklären, der sich mit der Thematik auch intensiv auseinandersetzt, aber wir bemerken es, wir Forstwissenschaftler, die uns das nicht erklären können, wir bemerken es jedenfalls immer mal wieder bei solchen Schadereignissen, dass aus nicht erklärlichen Gründen so einzelne kleine Grüppchen noch teilweise unverschont geblieben sind. So ein Ding haben wir jetzt hier auch vorliegen. Und die Frage dazu lautet jetzt folgendermaßen: Was macht man jetzt damit? Denn es ist ja so, das Problem mit diesen krummen Bäumchen da, und da hat da auch der Fragesteller schon ganz richtig darauf hingewiesen, dass er die gerne wegsägen würde, das macht auch absolut Sinn, weil die wachsen nicht mehr vernünftig zu, die jetzt stehen zu lassen macht überhaupt keinen Sinn, die werden nicht wertvoller, die stellen hingegen ein deutliches Betriebsrisiko dar, insbesondere wenn sie jetzt länger stehen bleiben, falls man dann mal an den anderen Bäumen, die es in der Nähe noch gibt, irgendwas arbeiten möchte, ist das Risiko, dass einem so ein Ding dann halt mal plötzlich auf den Kopf fällt, halt viel zu groß. Also das sind alles potenzielle sogenannte Witwenmacher. Die müssen auf jeden Fall weg. Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Das Blöde ist, dadurch, dass die so krumm sind, wird das Holz so gut wie nichts mehr wert sein. So einzelne paar Brettchen kann man da schon noch rausschneiden. Aber im Wesentlichen ist das alles Brennholz. Das gilt generell bei Sturmschäden. Wenn der Baum quasi gesplittert ist und wirklich abgeknickt worden ist, also der Stamm abgebrochen, dann zieht sich ja dieser Bruch, dieser Riss, zieht sich das ganze Holz hoch. Das weiß jeder, der sich schon mal irgendwo einen Stock abgebrochen hat. Da zieht sich dann auch wirklich weit, weit, weit in den Stock rein. Eben der entsprechende Riss, der beim Abbrechen entsteht. Und das ist bei Bäumen, also sehr dicken Stock quasi, auch nicht anders. Das heißt, die untersten Meter, viele untere Meter kann man da schon wegschneiden und es ist schon immer bedauerlich, weil halt dann doch, das Holz liegt zwar da, aber das Holz liegt halt in einer Qualität da, die ist unter Kanone und da verliert man schon ordentlich Geld bei so einem Sturmwurf. Von daher mein Beileid auf jeden Fall. Das ist hart, wenn einem das passiert, insbesondere beim Privatwald, beim Staatswald kann man sagen, ja okay gut, das ist halt jetzt der Staat, der trägt das jetzt irgendwie, das tragen wir dann ja quasi alle, kann man dann sozusagen sagen, da ist es jetzt, da trifft es nicht so eine einzelne Person so sehr, aber wenn es ein Privatwald ist, das ist dann schon bitter. Das ist schon wirklich, wirklich bitter.
Das tut mir fast schon ein bisschen weh, wenn ich das sehe. Jedenfalls, ja, was macht man jetzt mit dem, was da noch rumsteht? Also wie gesagt, die krummen Dinger, die muss man quasi wegschneiden. Das ist überhaupt keine Frage, da braucht man nicht diskutieren. Werde ich auch an dieser Stelle dann auch nicht tun, um das Video einigermaßen kurz zu halten. Die große Frage lautet jetzt, das hat er auch so geschrieben, dass die krummen Dinger weg müssen, das weiß er auch selber. Das ist alles Mann vom Fach offensichtlich. Zumindest schon einiges gelernt in die Richtung. Das auf jeden Fall. Ja, was macht man jetzt mit denen, die da noch rumstehen? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Theorien, die man da anwenden könnte. Und ich möchte jetzt nicht hundertprozentig mit Sicherheit sagen wollen, was genau da anzuwenden ist. Aber ich kann auf jeden Fall mal ein paar Beispielvorschläge in Anführungszeichen machen. So, Möglichkeit Nummer 1 wäre auch umsägen. Hat den Vorteil, man hat jetzt zum Ausgleich des Schadens, der an den anderen Bäumen entstanden ist, noch ein paar vernünftige Stämme, aus denen man vernünftig noch ein paar Bretter sägen lassen kann. Die haben einen Durchmesser, der ist schon in Ordnung. Da kann man auf jeden Fall also einen ordentlichen Gewinn machen, insbesondere wenn man das Zeug selber fällt und quasi keine Personalkosten hat und selber zum Wegesrand schafft und so weiter und so fort. Dann ist da schon nochmal ein ordentlicher Gewinn drin. Da könnte man ein bisschen Geld verdienen mit den Dingern. Das wäre also auf jeden Fall eine legitime Lösung für das Problem, kann ich absolut verstehen, wenn man jetzt sagt, das macht man so. Gut, jetzt gibt es auch Argumente, die Dinger stehen zu lassen. Und zwar wäre das dann an der Stelle der sogenannte Überhälterbetrieb. Da gibt es auch einen Fachbegriff für. Wenn man in einem ansonsten geräumten Bestand noch einzelne Altbäume stehen lässt. Für gewöhnlich sind die etwas mehr verteilt. In diesem Fall wären sie ja eine Gruppe. Aber da die dann doch so relativ dicht, Quatsch, licht, also weit auseinander stehen und eben in Form dieser Gruppe da inmitten in einem Kahlschlag stehen, kann man es, denke ich, trotzdem als Überhälterbetrieb bezeichnen. Wir müssen uns jetzt auch nicht so sehr mit den Definitionen aufhalten. Jedenfalls so ein Überhälterbetrieb, der hat zwei Sinn und Zwecke. Quasi. Erstens, die Bäume, die noch dastehen, legen aufgrund ihrer Freistellungssituation nochmal deutlich an Masse zu und werden sehr schnell deutlich dicker. Und man kann, wenn man einen entsprechenden Abnehmer hat, dann halt eben einzelne Stämme im Bereich des sehr starken Starkholzes eben anbieten. Das kann vor allen Dingen dann sinnvoll sein, wenn es sich um geastete Bäume handelt, die dann noch ein bisschen an Wertholz zulegen, weil das sind dann in den zusätzlichen Schichten, die außen an dem Baum noch dran wachsen, also wenn er dicker wird, sind dann nicht mehr irgendwelche Äste drin, die also quasi sich als Astloch durchziehen durch die zusätzlichen Holzschichten, die da entstehen. Das werde ich an einer anderen Stelle mal nochmal genauer erklären, aber jetzt nochmal ganz grob erklärt. Das heißt, wenn man jetzt da draus im äußeren Bereich des Baumes sich Bretter rausschneidet oder eventuell das Ganze so abschält, also wie mit einem Bleistiftanspitzer quasi, der Dreck, der beim Bleistiftanspitzen entsteht, so kann man auch Bäume schälen, nur ist das, was dabei rauskommt, dann halt eben kein Dreck, sondern Furnier, was man zum Beispiel eben auf Möbel oder potenziell auf den Fußboden oder an die Wand oder sonst wohin kleben kann, was halt einfach schöner aussieht. Für die meisten Leute, es gibt auch Leute, die mögen Astlöcher, aber für die meisten Leute sieht es schöner aus, wenn es eine Holzstruktur ohne Astlöcher ist. So, das wäre also dann die Furniervariante. Allerdings lohnt sich das mit diesem Furnierbaum bzw. mit diesem Wertholzbaum nur dann, wenn man eben rechtzeitig, frühzeitig die Äste abgeschnitten hat. Ich fürchte, das ist hier nicht passiert. Also diesen Luxus haben wir jetzt nicht, der sonst im Überhälterbetrieb eigentlich fast üblich ist. Was wir trotzdem haben, ist eine starke Zunahme der Baumdimension und damit steigt natürlich auch entsprechend der Wert weiter an. Und zweiter Grund, weshalb der Überhälterbetrieb sinnvoll ist, die fungieren als Samenbäume. Und gerade nach so einer Freistellung, so einer schlagartigen Freistellung, das kriegen die Bäume, die noch dastehen, durchaus mit, dass die Kollegen quasi alle gestorben sind. Und gerade in so einer Stresssituation wird vermehrt auf Reproduktion gesetzt. Heißt, vielleicht trifft es mich auch demnächst, denkt sich der Baum, ja, dann produziere ich jetzt erstmal noch ein bisschen Nachkommen. Die werden also nächstes ja wahrscheinlich enorm viel fruktifizieren und ihr Umfeld, und gerade da es sich um Fichten handelt, sind die auch gut da drin, ihr Umfeld vollkommen zuzudecken mit entsprechenden Samen. Und das wäre auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Sache, denn
Viele Samen werden notwendig sein, um in diesem Kahlgebiet jetzt hier nochmal die nächste Waldgeneration aufkommen zu lassen. Das ist nämlich von daher problematisch, weil da jetzt so viel Licht auf den Boden kommt, dass die ganzen Pflanzen, die normalerweise unter den Bäumen keine Chance haben, weil zu viel Schatten, da jetzt eben entsprechend aufkommen werden. Jetzt kann man sagen, oh juhu, Biodiversität. Für denjenigen, der mit seinem Wald allerdings ein bisschen Geld verdienen möchte, ist das natürlich scheiße, weil wenn da jetzt erstmal so ein richtig schönes Brombeer und sonst was Gebüsch aufgewachsen ist, dann kann das bis zu 20 Jahre dauern, wenn es dumm läuft, bis aus diesem Gebüsch dann die ersten Bäumchen nach oben kommen, weil die sind ja dann auch behindert eben durch das ganze schnell wachsende, krautige Zeug, was da dann am Boden so rumkeimt. Heißt, es wäre wichtig, möglichst schnell da möglichst viele Baumsamen auf die Fläche zu bekommen, damit sich möglichst schnell die jungen Bäumchen entwickeln können. Dann haben sie vielleicht noch eine Chance, schneller zu wachsen, als es die Begleitvegetation kann und sie dann quasi ausdunkelt. Ist auch wieder ein Risiko. Wahrscheinlich ist es, wenn man jetzt hier sagt, man setzt vollständig auf Naturverjüngung, schon zu spät, beziehungsweise man verliert ja vielleicht so 10 Jahre insgesamt an effizientem Wachstum, was man haben könnte bei den Bäumen, wenn man jetzt pflanzt. Dass man also jetzt im nächsten Frühjahr zum Beispiel hingeht und da wirklich im großen Maßstab kleine, vielleicht nicht unbedingt nochmal Fichten, aber das möchte ich mich gar nicht einmischen. Vielleicht kleine, ja, eine Mischung aus Buche und Fichte sinnvollerweise zum Beispiel. Das wäre sogar der aktuelle Stand der Forschung. Eine Mischung aus Buche und Fichte dann halt entsprechend hinsetzt. Erst ein bisschen die Fichte, die Buche vielleicht ein bisschen hinterher. Alternativ möglicherweise auch umgekehrt. Das Problem ist jetzt nur, dass die Buche in diesem reinen Freibestand wahrscheinlich verfrieren wird. Wenn dann der Frost kommt, falls der Frost kommt, muss man ja auch wieder dazu sagen, dann wird das die Buche wahrscheinlich, die jungen Buchen, die haben da Schwierigkeiten. Hingegen so junge Fichten, wenn man die in so eine Freifläche reinsetzt, das macht denen relativ wenig aus. Deshalb würde ich in diesem Fall empfehlen, erstmal die Fichte pflanzen und dann vielleicht noch ein bisschen später, wenn die Fichten so einigermaßen schon ein bisschen dicht stehen und man sie so deutlich sehen kann aus dem Gestrüpp, dann vielleicht noch ein paar Buchen hinterher. Man kann das auch noch weiter verzögert machen. Da gibt es viele verschiedene Ansichten, viele verschiedene Möglichkeiten. Ich möchte das jetzt auch nicht zu weit ausführen, aber das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Man kann auch noch ganz andere Baumarten nehmen. Auch das wären natürlich Möglichkeiten. Ja, jedenfalls. Birke könnte von alleine aufkommen. Das wäre möglich. Birke kommt quasi fast überall, wo es einen Kahlschlag gibt, von alleine die eine oder andere Birke hoch. Es sei denn, es befindet sich wirklich im Umkreis von vielen, vielen, vielen Kilometern keine einzige Altbirke. Aber da ist schon mit zu rechnen, dass da eventuell sowas noch hochkommen könnte. Vielleicht ja gar nicht so schlecht. Es ergänzt auf jeden Fall die Biodiversität. Birke ist so ein bisschen umstritten, ob man die im Jungbestand haben möchte oder nicht. Die meisten, sagen wir mal vorsichtig ausgedrückt, modernen Förster lassen sie inzwischen drin stehen, solange sie niemanden stört. Wenn sie älter wird, wird sie irgendwann rausgesägt, weil für den Endbestand taugt eine Birke auf keinen Fall. Das ist eine reine Pionierbaumart. Am Anfang kann sie ein bisschen nützlich sein und am Ende gibt sie dann vielleicht noch mal ein bisschen was entsprechendes Holztechnisches ab. Im schlimmsten Fall nur Brennholz, aber das ist auch Geld wert und man kann in den heimischen Kamin reinschmeißen und Birkenholz sieht ja dazu noch dekorativ aus, wenn man sich's neben den Kamin legt, so ein schöner Stapel Birkenholz. Da gibt es dann verschiedene Argumentationen, weshalb die Birke sinnvoll ist. So, ja, also das wären jetzt die Gründe, das Zeug stehen zu lassen. Aber, jetzt kommt das große Aber. Wenn man stehen lässt, hat man natürlich weiterhin das Risiko, dass diese exponiert stehenden einzelnen Stängelchen da beim nächsten Sturm halt auch umgeschmissen werden. Das heißt, das ist jetzt so ein wirklich so ein Risikogeschäft. Entweder man nimmt quasi das Geld, was man jetzt auf der Hand hat, und sägt sie um und nimmt es mit und das hat man sicher. Oder man hat halt eben das Risiko, dass die zwar immer wertvoller werden und man potenziell in ein paar Jährchen dann nochmal deutlich, also ein paar Jährchen mein 20 oder 30, nochmal deutlich mehr Geld da entsprechend rausholen könnte. Aber halt eben mit dem Risiko, dass wenn nochmal ein vergleichbarer Sturm kommt, die möglicherweise nächstes Mal nicht stehen bleiben. Jetzt gibt es zu dem Aber nochmal ein Aber, nämlich das Argument, dass es durchaus sein könnte, dass sie den nächsten Sturm möglicherweise überstehen, weil es vielleicht ja durchaus einen Grund gegeben hat, dass sie den ersten Sturm schon überstanden haben. Man darf also vielleicht hoffen, dass das jetzt besonders gut verankerte Exemplare sind,
die entsprechenden Bäumchen, die da in dieser Gruppe eben noch stehen geblieben sind. Daraufhin würde auch eben darauf hinweisen, dass es die krummen Dinger halt nur umgebogen hat, dass die halt nur krumm geworden sind, dass die gar nicht rausgerissen worden sind aus dem Boden. Also scheinbar herrscht an der Stelle, wo die da stehen, eine gute Bodensituation, dass sie sich da gut verankern können. Potenziell hat Fichte nämlich durchaus die Möglichkeit, auch tiefgehende Wurzeln anzulegen und sich gut zu verankern im Boden, wenn sie an der richtigen Stelle steht. Bei den meisten Flachlandböden ist das in der Regel nicht der Fall. Deshalb fallen die ja auch immer relativ schnell um, die lieben Fichten. Aber potenziell kann sie das schon. Und ich könnte mir vorstellen, aber ohne vor Ort zu sein, kann ich das auf keinen Fall mit Sicherheit sagen. Und auch wenn ich vor Ort wäre, könnte ich es auch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass die halt wirklich an so einer Stelle stehen, wo sie sich besonders gut verankert haben. Also, das wäre jetzt nochmal ein Argument, wo man sagen könnte, okay, es ist mir das Risiko wert. Das ist halt jetzt eben die Entscheidung. Potenzielle Naturverjüngung, weniger Kosten bei der Pflanzung, beim Anlegen des neuen Bestandes und die Möglichkeit, dass wenn die Dinger noch alt werden, sie dann deutlich mehr wert sind. Ja, zu eben dem direkten Geld, was man gleich auf der Hand hätte, wenn man sie gleich umsägt und dann den kompletten Bestand halt eben neu pflanzt, hat man halt ein bisschen teure, höhere Kosten bei der Neuanlage des Bestandes. Ob das mit der Naturverjüngung funktioniert, das muss ich auch nochmal dazu sagen, das ist auch nochmal fragwürdig. Da müsste man. Das ist auch ein Risiko. Also stehen lassen ist in jedem Fall ein Risiko. Die risikolose Variante wäre umsägen, Holz verkaufen, alles pflanzen und dann halt eben hoffen, dass das so gut wächst, wie es halt eben tut. Argumentation, dass die irgendwie Schatten spenden würden, um halt zu verhindern, dass da jetzt mehr Unkraut hochkommt, als es tun würde, wenn die nicht mehr dastehen. Das hast du auch so geschrieben in der entsprechenden Mail, dass das wohl kaum eine Rolle spielen würde. Und das stimmt, das spielt auch wirklich kaum eine Rolle. Die paar Bäumchen, die werfen so gut wie gar keinen Schatten, das ist völlig zu vernachlässigen. Ja, ich glaube, das soll es gewesen sein. Ich habe das jetzt absichtlich so ein bisschen allgemein aufgedröselt, damit auch diejenigen, die das Video noch zusätzlich gucken, eben sich da so ein bisschen was drunter vorstellen können. Was macht man denn in so einer Situation? Wie geht man da unter Umständen vor? Und ja, dem habe ich jetzt sonst nichts mehr hinzuzufügen. Jetzt muss ich den Kater füttern, sonst dreht er durch und frisst uns auf. Uns alle. Das ganze Dorf. Ah!